Ich verstehe immer nur Spanisch, aber das heißt so viel wie How do you do? I'm pretty good, thanks. Das ist einfach eine echt inspirierende Atmosphäre. Das geht mir ganz genauso. Und überall, wo man hinkommt, tut sich was. Es gibt so viele Bereiche, Aufgabenfelder, Experten. Jeder an seinem Platz und gleichzeitig Teil von etwas ganz Großem. Sorry, das klingt jetzt etwas pathetisch, ist aber echt so. Und überall ist irgendwie alles in Bewegung. Projekte, Prozesse. Die Mobile-App unserer Bank kennt ihr schon, oder? Und das ist nur ein Beispiel für digitale Innovationen und digitale Beratungsleistungen in den neuen Filialen. Filialkonzepte, neue Serviceleistungen und einfachere Zugangswege für Kunden. Produkte, die überall entstehen. In der Zentrale, aber auch überall in den Filialen spürst du diese Vibes, Internationalität und Vielfalt. Bei uns arbeiten nämlich weltweit Kolleginnen und Kollegen aus rund 60 Ländern und wir sind auch weltweit vernetzt. Englisch gehört bei uns an den meisten Standorten mit dazu, aber man hört auch viele andere Sprachen. Ich verstehe immer nur Spanisch, aber das heißt so viel wie How do you do? I'm pretty good, thanks. Aber im Ernst, wie groß und modern die Bank ist, merkt man nicht nur am Arbeitsumfeld, sondern auch an der Bandbreite von Arbeitgeberleistungen. Ich finde, zu einem guten Arbeitgeber gehört auch, dass man sich wertgeschätzt fühlt und dass seine Leistungen honoriert werden. Je nachdem, in welchem Bereich ihr tätig seid, habt ihr bei der Deutschen Bank die Möglichkeit, eine Vielzahl an Zusatzleistungen zu erhalten, wie beispielsweise Zuschläge zu Fahrtkosten, Mietkostenaufwendungen oder Fachliteratur, Zuschläge zur Verpflegung, Sport-, Fitness- und Freizeitangebote sowie Networking- und Mentoring-Programme sowie flexible Arbeitszeiten. Und ihr seht schon, es sind so viele, dass ich gar nicht alle aufzählen kann. Muss doch gerade mal auf unserer Homepage nachschauen. Da könnt ihr das übrigens auch alles im Detail nachlesen. Vamos a cenar. Das war jetzt aber wirklich Spanisch. See you!